Wie verhaltet man sich auf der Rennstrecke, wenn jemand stürzt? Gesetzt im Fall, dass du nicht selber stürzt, sondern wenn jemand anderes stürzt. Das ist ein Thema, das sehe ich immer wieder auf der Rennstrecke und hier wird manchmal, nicht immer, falsch gehandelt. Deswegen möchte ich das Thema mal aufgreifen und da ein bisschen mit euch einsteigen. So, wir waren in Oschersleben. Ich hatte mit einem Schüler ein Training. Der Schüler war zu dem Zeitpunkt vor mir. Ich hatte eine Kamera drauf. In dem Fall hatte ich, und jetzt kommt es für euch, keine 360-Grad-Kamera drauf, sondern es gibt von Insta360 die One RS. Da kannst du verschiedene Objektive umbauen und da kannst du auch ganz normal wie ohne 360 Grad filmen. Du kannst ein vernünftiges Leica-Objektiv, Weitwinkelobjektiv drauf tun, kannst in 60 Frames, 4K, 5,7K. Also richtig coole Kamera, kann man da auch filmen. Da gibt es im Moment bis zum 4. Juni noch eine Summer Sales Aktion, ist bis minus 60 Euro, kannst du da mit dem Link unten in der Beschreibung kannst du da Geld sparen. Also schaut gerne mal bei Insta360 vorbei. Gibt es auch ohne 360 Grad, wohlgemerkt. So, und da sind wir da in Oschersleben gefahren und dann war quasi genau der Fall vorhanden, wegen dem ich jetzt quasi das Video mache. Und das hat mich eigentlich auch auf die Idee gebracht, um quasi hier einzusteigen. Stürzen, leidiges Thema, gehört dazu. In den meisten Fällen ist es glimpflich, in anderen Fällen ist es aber auch mal mit schweren Verletzungen zugute, bis hin, leider hin und wieder zum Tod. Haben wir schon erlebt, ist ein, ja, der Beigeschmack des Motorradmotorsports. Nichtsdestotrotz, es gehört irgendwo dazu und es gehört auch zum Leben dazu und wir fordern ja das Ganze so ein bisschen raus. Deswegen versuchen wir natürlich zum einen das Thema so sicher wie nur möglich zu machen und dazu gehören eben diese Informationen, damit man weiß, wie man damit umgehen muss. So, es gibt verschiedene Situationen. Zum einen kann es passieren, dass jemand auf der Rennstrecke irgendwo stürzt, was mit dir an und für sich erst einmal noch gar nichts zu tun hat, weil das nicht unmittelbar vor dir ist, sondern sage ich mal 3, 4, 5 Kurven weiter. Was passiert, wenn jemand stürzt? Ein Streckenposten sieht es und die Streckenposten, die an jeder Kurve und so weiter sind, die sind mit Funk ineinander Verbindung und die funken sofort auch Sturz. Das heißt, der Streckenposten kann sofort einschätzen, wie schwer ist der Sturz. Bleibt der Fahrer liegen, steht er auf, läuft er weg, liegt das Motorrad blöd, brennt das Motorrad, liegen Teile auf der Strecke rum und. Das heißt, der Streckenposten muss das sofort einschätzen können mit seinem geschulten Blick. Und das können sie in der Regel sehr gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, so wie wir jetzt die Situation in Oschersleben hatten, dass in der Eingang dreifach rechts jemand gestürzt ist. Und ich mit meinem Schüler gerade mal in dem Moment Kurve 1, 2 durchfahren habe. Das heißt, wir kommen da auf die Hasseröder-Kurve zu. Und die rote Lampe geht an. In dem Fall ersetzt die rote Lampe die rote Flagge. Rote Lampe oder rote Flagge heißt immer Rennabbruch. Also egal, ob es ein Rennen ist oder ein Turn ist, der Turn ist interrupted, es ist vorbei, Feierabend. Also das heißt, hat ein paar wichtige Faktoren. Zum einen, der Turn ist vorbei, das heißt, wir müssen die Strecke verlassen. Nicht umdrehen, nicht stehen bleiben, sondern in Fahrtrichtung weiterfahren bis zur Boxengasse, bis man wieder reinfahren kann. Zum anderen gilt absolut striktes Überholverbot, weil man weiß, wenn der Turn mit Rot abgebrochen wird, gerade mal nach 5 Minuten des Turns meinetwegen, dann muss irgendwas passiert sein. Und zwar muss in der Regel sowas passiert sein, dass es wichtig ist, dass die Leute von der Strecke runterkommen. Es gibt auch glimpfliche Stürze, die man anderweitig handhaben kann. Aber wenn Rot ist, weiß man, okay, da ist irgendwas Schwerwiegenderes passieren. Wie verhaltet man sich, wenn man eine rote Flagge oder ein rotes Licht sieht? Also, zum einen, wie ich schon gesagt habe, striktes Überholverbot. Zum anderen, Geschwindigkeit berechenbar reduzieren. Warum sage ich das so bewusst? Wenn dein Hintermann die rote Flagge vielleicht eine Sekunde später sieht als du, er wird sie sehen, aber vielleicht eine Sekunde später oder eine halbe Sekunde später, und er aber dicht hinter dir ist, weil er dich gerade überholen will, und du in dem Moment, wo du die rote Flagge siehst, den Anker schmeißt,
dann kann das sein, dass der dir hinten drauf fährt, weil er damit nicht rechnet, dass du einen Anker schmeißt unter der Beschleunigungsphase. Deswegen ist es so wichtig, die Geschwindigkeit berechenbar zu reduzieren. Also musst du schnell einschätzen können, okay, ich sehe zwar jetzt ein rotes Licht, aber, so wie es in der Situation in Oschersleben war, aber ich sehe jetzt im Moment noch nichts Gravierendes, warum ich jetzt eine Notbremsung machen muss. Das musst du innerhalb kürzester Zeit in deiner Konzentrationsphase quasi abchecken. Und wenn man das nicht kann, dann ist man entweder überfordert und sollte vielleicht nicht auf die Rennstrecke gehen, aber das muss man schon verlangen können. So eins und eins zusammenzuhellen, okay, ich sehe die rote Lampe, Turn ist vorbei, Rennabbruch, alles klar, was ist hier los? Ich mache jetzt erst einmal hier vorne, sehe ich nichts, was passiert ist. Kann sein, dass in dieser Kurve jemand gestürzt ist, aber nein, das ist es nämlich auch nicht, weil wenn in der Kurve unmittelbar vor mir jemand gestürzt wäre, dann würde zu diesem roten Licht eine gelbe Flagge dazukommen oder eine gelb-rote gestreifte Flagge, die Schmutzflagge, dass auch noch Kies oder Öl oder Teile auf der Strecke liegen. Aber gesetzt dem Fall, dass das nicht der Fall ist, dann heißt das, okay, in der Kurve ist mal schon mal nichts. Also ich muss keine Notbremsung machen. Das heißt, ich tue auf keinen Fall noch einen zusätzlichen Sturz verursachen, indem mich der Hintermann abschießt. Deswegen ist es so wichtig, die Geschwindigkeit berechenbar reduzieren. Zumindest so reduzieren, dass ich nicht noch in der nächsten Kurve übers Vorderrad stürze, weil ich immer noch am Limit bin. Das ist auch eine entscheidende Frage, natürlich, weil die Streckenbossen haben jetzt schon zu tun oder der Arzt hat jetzt schon zu tun und du willst nicht unbedingt noch einen Sturz produzieren. Also berechenbar reduzieren, sodass du jetzt nicht der Nächste bist, der stürzt, weil du zu schnell fährst, aber auch nicht der Nächste bist, der stürzt, weil dich jetzt einer von hinten abschießt, weil du eine unkalkulierbare Vollbremsung machst. Deswegen berechenbar reduzieren. So, und ab dem Zeitpunkt, wo du die Geschwindigkeit berechenbar reduziert hast, hast du die Zeit, darüber nachzudenken, oh, was ist denn jetzt hier los? Okay, ich komme jetzt auf eine Kurve zu, kein Gelb, also weiß ich, da ist schon mal nichts, aber natürlich vorausschauen fahren, kalkulierbar fahren, Speed rausnehmen. So, und dann komme ich auf die nächste Kurve zu und sehe schon, oh, hier vorne wird gelb geschwungen. Hier fährt auch noch die Rettung auf die Rennstrecke rauf. Da vorne sind schon Streckenposten, da ist auf jeden Fall ein Sturz passiert. Da muss ich wirklich langsam machen, halte mich links, lasse die Rettung vorbei. Aber, und jetzt kommt der Punkt, auf keinen Fall stehen bleiben. Außer, es ist die Strecke so gesperrt, weil eine Massenkarambolage mit 10 Motorrädern vor dir vorhanden ist, dass du quasi die Strecke nicht mehr passieren kannst. Wenn du dahin kommst, dann würde ich aber auch nicht stehen bleiben, sondern ich würde auf dieser Seite der Strecke, der ich gerade bin, entweder links oder rechts, in das Kiesbett reinfahren, in die Wiese reinfahren, wenn ein Notausgang ist, ein Notausgang. Ich würde versuchen, von der Strecke runterzukommen und auf keinen Fall stehen bleiben, außer ich stürze, dann bleibe ich natürlich stehen, aber nicht ich bewusst stehen bleiben. Ich versuche einfach von der Strecke wegzukommen, auf die Wiese rauf, aber nicht die Strecke kreuzen, also nicht, wenn ich rechts bin, links rüber, weil da gefällt es mir besser, sondern einfach da rein, scheiß drauf, dann stehe ich halt im Kies. Ist egal, aber hauptsächlich bin ich mal von der Strecke weg, weil wenn ich auf der Strecke auch noch stehen bleibe und der Hintermann vielleicht noch die rote Flagge oder die Karambolage nicht gesehen hat, dann stehst du da, dann steht der in dir drin. Ich meine, in der Regel sieht das jeder, aber du weißt ja nicht, ne, was gerade in einem vorgeht. Von dem her, nicht bewusst stehen bleiben. Auch nicht, wenn das dein Freund ist, der gestürzt ist, deine Freundin oder dein Partner oder dein, egal wer. Nicht stehen bleiben. So, in diesem Fall kam man locker durch, die Rettung fuhr rein, die haben nicht gewartet. Das heißt, du kannst davon ausgehen, oh, das war ein schwerer Sturz, wenn die Rettung nicht darauf verzichtet, dass die Leute da sind. Die warten quasi nicht, bis alle weg sind, sondern die fahren einfach rein. So, dann haltest du dich links, Geschwindigkeit berechenbar reduzieren, dann sind wir halt damit 50, 60, 70 km/h weitergefahren und sind ganz eng da vorbeigefahren. Das heißt, wir haben die Rettung und die Streckenposten und die Sanitäter nicht behindert, aber auch nicht so langsam geworden oder Notbremsung gemacht oder stehen geblieben, dass wir noch den Verkehr von hinten gefährden. Das ist entscheidend. Aber natürlich auch so fahren, dass du nicht noch eine zusätzliche Gefährdung bringst. Das ist hier die Krux an der Geschichte. Wenn man da vorbeifährt, ist es auch wichtig, dass man vielleicht nicht gerade einen großen Gaffer macht. Meistens blinzelt man halt so hin und sagt sich, puh. In dem Fall war das so, der hat schon sein Bein gehoben, okay, er lebt noch, ne? Vielleicht was gebrochen, aber immerhin, okay, alles klar, ist zwar schlecht, aber hätte schlimmer sein können vielleicht, ne? Weiß man noch nicht, aber so mal vorweg. So. Und wenn man an der Stelle vorbei ist, dann
könnte es sein, dass auch noch woanders ein Sturz passiert ist. Vielleicht aus dem vorher genannten Grund, weil einer wegen Rot quasi Vollbremsung gemacht hat. Also das heißt, man muss trotz alledem vorsichtig weiterfahren, vielleicht mit der Befürchtung, dass noch woanders was sein könnte, was die Streckenposten aber dann in der Regel mit einer gelben Flagge anzeigen. Nach wie vor ist rot, weil wenn rot ist, ist rot. Das zieht sich über die ganze Strecke und du sollst die Runde fertig fahren, in die Boxengasse fahren und Feierabend ist. Das heißt, nach wie vor gilt das Überholverbot, auch wenn du an dem Unfall vorbei bist. Das wird auch nicht mit grün aufgehoben, weil wenn rot ist, ist rot. Das wird nicht aufgehoben. Das heißt, du weißt nicht, kommt da noch was. Wenn da noch was kommen sollte, nochmal ein zweiter Sturz, dann wird da in der Regel nochmal eine gelbe Flagge geschwenkt. Oder eine gelb-rote Flagge, wenn noch Schmutz dabei liegt. Also das kann durchaus auch möglich sein, dann weiß ich das. So, und die Krux an der Sache ist eigentlich die, dass ich jetzt aber trotz alledem, trotz diesem Sturz und trotz Rot und Überholverbot, versuchen muss, von der Strecke runterzukommen. Das heißt, es wird nicht gern gesehen, wenn jemand jetzt eine Sightseeing-Lap macht und mit 30 km/h und mit dem Arm in der Hüfte sagt, oh, jetzt fahre ich mal gemütlich die Runde zu Ende und schaue, oh, schönes Wetter, gell. Das wird nicht gern gesehen, weil du sollst von der Strecke runterkommen, nicht bummeln. Natürlich nicht so schnell fahren, dass dir jetzt nochmal was passiert, aber auch nicht bummeln. Also fahr mit 60-70% deiner Geschwindigkeit weiter, fahr vorausschauend, sei jederzeit bremsbereit, kontrolliert bremsbereit, nicht irgendwie überheblich oder sonst irgendwas. So, die Aufgabe ist quasi, die Grätsche zu finden zwischen, ich fahre jetzt ruhig weiter, aber ich bummel auch nicht. Und ich baue jetzt nicht nochmal einen Unfall und ich darf nicht überholen. Weil das Problem ist, wenn da vorne einer ist, der bummelt, dann wäre der eine vielleicht nicht das Problem. Aber das Problem, das dann entsteht, ist eigentlich das, dass von hinten die Leute auflaufen. Weil das sammelt sich ja, wie so ein Safety Car, das alles einsammelt. Und dann hast du im Worst Case eine Schlange von 50, 60 Motorrädern, je nach Rennstrecke und Größe der Rennstrecke, die alle hinter dem langsamsten herfahren, weil sie ja wissen, ich darf nicht überholen, ist ja rot. Was ja auch richtig ist. Das Problem ist, wie weit geht die Schlange dann zurück? Geht die Schlange vielleicht zurück bis zur Unfallstelle und die Rettung kann dann nicht mehr reagieren oder kann nicht mehr auf die Strecke rausfahren, weil da auf einmal 30 Motorräder halb rumstehen? Deswegen ist es so wichtig, zügig weiterzufahren, außer an der Unfallstelle selbst. Aber ansonsten, wenn die vorbei ist, zügig weiterfahren, vorausschauen fahren. Vielleicht ist noch was, aber einfach nicht bummeln, weil, wie schon gesagt, das ist echt ein Problem. Und viele überholen dann trotzdem, weil sie sagen, ja, der bummelt, ich kann da jetzt nicht mit 30 km/h rumfahren, dann überholen die halt trotzdem, was theoretisch auch verkehrt ist. Was ich in dem Fall gemacht habe, ich bin auf die Höhe von meinem Schüler gefahren und habe ihm angezeigt, hey, komm, runter von der Strecke, geh mal, wir müssen hier weg. Hinter uns waren schon 10, 15 Motorräder und er wusste das aber nicht, weil ich ihn vorher nicht gebrieft habe und er in die Situation noch nicht gekommen ist. Ich habe ihn natürlich vorher gebrieft, aber nicht genau in die Situation. Weil es gibt natürlich zig verschiedene Situationen. Da ist die Frage, hast du alle Situationen beieinander, die du schon jemandem erzählt hast? Genauso wie ich das Video bisher noch nicht gemacht habe, weil es halt jetzt im Nachhinein erst ein Thema war, als man das nochmal so hautnah erlebt hat. Besser spät als nie ist so in der Entwicklung jedes Fahrers, jedes Technikers in jedem Bereich. Von dem her gerne zu Herzen nehmen und darauf achten, nochmal alle Punkte vielleicht sogar nochmal mitschreiben und dann beim nächsten Rennstrecken-Event, wenn rot ist, du kannst nicht alle Stürze verhindern, aber zumindest wenn ein Sturz ist, kannst du verhindern, dass nicht noch einer passiert. Also, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Teilt das Video mit euren Freunden, damit es so viele wie möglich eigentlich wissen. Ist auch sehr, denke ich, in jedem sein Interesse. Wenn du derjenige bist, der stürzt, dann bist du froh, wenn alle da richtig reagieren und handeln. Also, Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.